Hi zusammen, ich melde mich zurück, wie versprochen, mit den Top und Flop Drogerie-Kosmetikprodukten von mir von den vergangenen Wochen. Und da fange ich wie immer an mit den Flop-Produkten, beziehungsweise die Sachen, die mir persönlich halt nicht so dolle gefielen. Und da beginne ich mit einer neuen Mascara von Astor, die da heißt Big Boom, hast du nicht gesehen? Big and Beautiful Boom Volume Mascara, ja, so schimpft die sich. Und die sieht ja auch sehr pompös und megamäßig Boom aus und dementsprechend auch die, ja, die Bürste ist mega groß in your face. Also ich kann euch das mal zeigen, wie groß diese Bürste ist. Und zum einen habe ich immer persönlich das Problem halt, dass eine schlechte Erfahrung mit sehr großen Bürsten, dass es dann nicht so leicht ist, die Wimpern durchzubürsten, durchzukämmen, ohne mal so ein bisschen zu klecksen. Und außerdem verspricht die ja Big Boom Volume Mascara ja irgendwie so ein extra voluminösen Effekt und beziehungsweise erwarte ich das dann ja, dass die dann extrem krass aussehen, die Wimpern. Tun sie bei mir aber überhaupt nicht und deswegen ist es für mich ein Flop. Also ja, die ist nicht besser als die ganzen anderen Mascaras, die ich zurzeit habe. Und ja, so Big Boom sehen die Wimpern dann leider bei mir nicht aus und ja, ist auch von der Anwendung her nicht gerade richtig schön durchkämmend und stylend und ja, nicht Big Boom und deswegen für mich persönlich nicht gut. Werde ich, ja, kann ich nicht weiterempfehlen. Dann, was mir auch persönlich nicht so toll gefällt, ist von Super Playboy der relativ neue Duft, aber jetzt in Duschcreme-Format. Das ist die Shower Cream, Creamy and Delicious. Zum einen finde ich den Duft jetzt nicht so toll. Ich kenne auch das Parfüm davon, beziehungsweise das Eau de Toilette. Und das riecht nicht ganz so wie das, also besser eigentlich. Deswegen, es riecht irgendwie, ich weiß nicht, es riecht für mich ein bisschen, ich mag den Duft halt irgendwie nicht. Irgendwie plastikmäßig riecht das in meiner Nase. Und der Duft bleibt mir auch nicht nach dem Duschen intensiv, ja, intensiv bleibt der so auf der Haut. Und das erwarte ich irgendwie so von einem, von einer Duschcreme, die zusammen mit einem Parfüm oder zusammen mit einem Eau de Toilette rauskommt. Und dann verspricht diese Duschcreme, dass es die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Und meine Haut fühlt sich nach dem Duschen nicht weicher an als wie sonst. Und deswegen, ja, ich persönlich kann es auch nicht so doll empfehlen, weil ich halt die Wirkung nicht so toll finde. Und den Duft persönlich, der Duft sagt mir persönlich jetzt auch nicht so sehr zu. Ist auch nicht so mein Ding. So, dann, was ich aber ganz toll finde vom Duft her, ist von Balea das erfrischende Body Spray. Und zwar in der Duftrichtung Mango natürlich. Und das ist ganz cool auch so für zwischendurch. Irgendwie, wenn ihr nach der Arbeit irgendwie noch eine Verabredung habt, dass ihr eben kurz auf die Toilette verschwindet und eben noch euch ein bisschen frisch spritzt, dass, ja, ihr riecht dann besser und man fühlt sich auch irgendwie fitter und vitaler, weil einfach der Duft auch für die Seele total erfrischend ist. Also schön süß, mangolastig und ich mag es echt gerne. Also kann ich euch empfehlen. Ist auch sehr günstig, also Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt für mich persönlich hier bei diesem Produkt. Auf jeden Fall ein Top-Produkt. Dann auch total top. Ich mag diese zwei Manhattan Creme-Lidschatten. Die waren in einer vergangenen Limited Edition mit dabei. Einmal die braune Farbe. Und die sind auch relativ groß. Soll nichts heißen, aber es ist immer ganz cool, wenn Sachen, die man kauft, dann auch groß sind. Irgendwie fühlt es sich irgendwie besser an, so in der Hand. Und ja, dieser Creme-Lidschatten in Braun, ich kann euch ja mal einen Swatch machen, die benutze ich immer als Lidschattenbase. Und gerade diesen Braun, den ich euch hier gerade zeige, den trage ich heute auch auf den Augenlidern, aber wie gesagt unter dem Puderlidschatten als Lidschattenbase. Weist ja auch einen Schimmer auf ein bisschen und den finde ich ganz toll. Der hält super und man kann auch den Puderlidschatten ganz toll drüber toppen und der Puderlidschatten hält auch dann den ganzen Tag, zumindest bei mir. Also den finde ich toll. Das ist die Farbe Abracadabra Brown. Okay, so heißt die Farbe. Und dann den schwarzen. Der da aber ein bisschen, wenn man es mit dem Pinsel verblendet, ein bisschen mehr so Anthrazit rauskommt. Also nicht ganz schwarz und auch so gröbere Schimmerpartikel hat, die man auch gleich sehen kann. Seht ihr das? Oh, Moment. Moment, da könnt ihr sehen, dass es auch ein bisschen, also kein richtiges Schwarz ist, sondern eher so ins Gräuliche geht und mit so einem silbrigen Schimmer, mit groben Glitzerpartikeln. So, und das
dunklere benutze ich halt für schwarzen Lidschatten, wenn ich so ein ganz dunkles Smoky Eye haben will, zum Beispiel beim Feiern gehen, was die Partynacht überstehen soll. Und da finde ich die von der Qualität her absolut top und kann ich weiterempfehlen, falls es die noch irgendwie zu finden gibt. Müsst ihr mal schauen, vielleicht in irgendeiner Grabbelbox im DM sogar reduziert. Und dann hatte ich ja im letzten Video schon angesprochen, ich kann jetzt total gut Volumenprodukte austesten. Und jetzt, ich hatte es ja schon länger, aber jetzt kann ich euch sagen, dass bei mir dieses Hitzeschutzspray von L'Oréal mit dem Volumeneffekt ganz gut funktioniert. Ich hatte das gestern benutzt und auch heute. Die Haare sind jetzt nicht megamäßig voluminös, aber die sind noch so locker luftig, so ein bisschen fluffig und die liegen nicht so platt an, wie das bei mir so oft der Fall ist, leider. Und ja, heute sehen die auch noch wie frisch gewaschen aus. Und ich kann jetzt nicht bestätigen, dass das Volumen 3 Tage hält, aber auf jeden Fall bei mir bis zur nächsten Haarwäsche, weil ich dusche ja alle 2 Tage. Und demnach finde ich, dass was den Volumeneffekt angeht, so einen natürlichen Volumeneffekt, finde ich schon, dass es bei mir funktioniert. Und Hitzeschutzspray hat es ja auch und ich mag den Duft ja auch persönlich und ich mag auch das Haargefühl, dass es dann nicht irgendwie ja, sich gestylt oder frizzelig oder sich fettig anfühlt und deswegen ist es auch ein Favorit von mir und ich benutze das eigentlich jedes Mal nach dem Haarewaschen. Und dann noch ist jetzt nicht unbedingt, ist jetzt eigentlich auch ein bisschen High-End, weil es so ein bisschen teurer ist für ein Drogerieprodukt. Aber es gibt ja Essie auch in der Drogerie, also im DM-Drogeriemarkt. Und deswegen zeige ich diesen Nagellack hier in diesem Video. Und zwar ist den ganzen Sommer lang auf meinen Fußnägeln gewesen. Fast den ganzen Sommer lang. Auf jeden Fall der einzige Nagellack, den ich auf meinen Fußnägeln getragen habe. Dieser schöne türkise Ton, ohne Glitzer und Schimmer. Und zwar ist das die Farbe, wie nennt sich die? Turquoise and Caicos. Caicos? Caicos? Turquoise and Caicos. So nennt die sich. Bin ich sehr zufrieden mit. Zumindest habe ich die aber auch noch nicht, glaube ich, auf den Nägeln drauf gehabt. Ne, hatte ich noch nicht. Und aber auf den Fußnägeln. Es ist eine ganz, ganz tolle Sommerfarbe. Und ja, die macht einfach total gute Laune, allein schon beim Auftragen. Und demnach ein Favorit von mir gibt es im DM so 7 Euro, glaube ich. Oder 7 oder 8 Euro. Und viele beschweren sich ja, dass Essie-Nagellacke ja viel zu teuer sind. Ich finde diesen gar nicht so teuer für die Qualität, die meisten Lacke von der Marke aufweisen, weil die ja auch vorher, die haben ja auch mal 13 Euro gekostet und jetzt sind die ja um einiges günstiger. Deswegen finde ich die eigentlich relativ günstig, wenn man so die mit den anderen Marken vergleicht, wie Annie oder OPI, die ja eigentlich so ungefähr die gleiche Qualität haben. Ja, und das waren jetzt meine Drogerie-Tops und Flops und schreibt mir bitte, bitte, bitte auch eure Drogerie-Empfehlungen in die Infobox oder Empfehlungen auch. Nicht in die Infobox, nein, da könnt ihr ja nicht reinschreiben. In die Kommentare meine ich natürlich. Und ja, ich hoffe, da war wieder ein guter Beauty-Tipp für euch mit dabei. Und das nächste Mal seht ihr mich am Mittwoch, hoffentlich, wenn ihr wieder reinschaltet, um 15 Uhr. Bis dann, ich freue mich. Ciao!